Grüß euch, wir sind noch vor unserem Zirkus, wo momentan die Vorbereitungen vor unserem Ball, der was morgen am 29. September starten wird, laufen. Wir als Zirkusdirektor und Zirkusdirektorin sind natürlich schon total gespannt, ob unsere Show so laufen wird wie geplant. Aber wir sind guter Dinge, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und ich würde sagen, wir schauen uns das einfach jetzt einmal live von innen an und folgt uns einfach einmal. Wir sind offiziell ausverkauft. Haben wir gerade die Nachricht gekriegt? Alena, erzähl uns einmal ein bisschen was von der Deko, bitte. Erzähl einmal. Was darf ich denn erzählen? Ja, wie es auch eingebaut. Über die Deko, ja, also wie man sieht, ist die Deko der komplette Wahnsinn. Also ich finde, sie ist der komplette Wahnsinn. Finde, sie ist uns ganz gut gelungen. Ich finde auch, dass sie gut geworden ist, ja. Also wir haben gestern den ganzen Tag alle Luftballone aufgeblasen und alle mit Liebe zusammengeknöpft. Und jetzt hängen sie. Ich bin komplett fertig. Also ich bin begeistert. Derzeitiger Plan ist einmal da, die Schnur da mit den ganzen Fotos, also mit dieser Hebebühne da hinten auf dem Vorhang aufzuhängen. Junge, gehört, da haben wir gerade einen gefunden, der gerne ein Interview gibt. Was sagst du, Miguel? Wie wird's morgen? Das wird super werden. Ja, voll die geile Fete. Ja, super. Ja, schon ein paar Bier getrunken, nein? Nein. Herr Blassen. Bitte, wie segnen Sie das so als Lehrer, die Kooperation zwischen HTL und HLW? Perfekt. Also ich denke, das ist eine wirklich perfekte Kooperation. Und so wie ihr das jetzt vorbereitet habt, denke ich, kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Was hat der Design so gemacht? Aufgebaut, sehr fleißig war man. Also ich war daran beteiligt. Ja. Das ist krass. Ja. Oder wie haben wir den gemacht? Ja, das ist voll die komplizierte Bastelanleitung gewesen. Und dann haben wir es zusammengeklebt, angesprüht und dann aufgehängt. Grüß euch. Was macht denn das da? Einmal den Klowagen aufstellen. Das ist wichtig, den werden wir morgen brauchen, gell? Ja, für ein gescheites Festel braucht es auch eine gescheite Sanitäreinheit. So, jetzt sind wir mal in der Disco. Da haben wir noch ein bisschen was zu tun, aber wir sind eigentlich, ja, ein bisschen Deko hängt schon. Jetzt müssen wir halt noch schauen, dass alles noch ein bisschen abgedeckt ist und dass es nachher halt später wirklich zum Feten bereit ist. Wir sind jetzt am Ende von unserer Führung angelangt und zwar vor der Fotobox, wo es morgen hoffentlich ganz viele tolle Erinnerungen schießen wird. Und ja. Gabriel, noch ein letztes Fazit zu den Aufbauarbeiten? Ja, es ist gut gegangen, jetzt sind wir fast fertig. Also eigentlich steht dein Morgen nichts mehr im Weg, dachte ich so. Ja, dann freuen wir uns, wenn es morgen alle zahlreich kommt und unsere große Show genießen wird. We'll be right back.
mit der Frau Treuer. Und jetzt meine Frage an Sie, wie gefällt Ihnen der Ball bisher? Der Ball ist bis jetzt super, muss ich sagen. Also ich bin wahnsinnig stolz auf die Mädels, was sie in der letzten Zeit alles gearbeitet haben und investiert haben an Zeit und Mühen. Und man sieht, es hat sich ausgezahlt. Ja. Haben Sie selber auch Stunden hergegeben, Stunden opfern müssen, damit die Vorbereitungen laufen? Man sieht das nicht als Opfer. Wenn die Schüler das brauchen, dann ist man als Klassenvorstand dabei und hilft ihnen da. Und das steht in keinem Verhältnis zu dem, was die Schüler gemacht haben. Ich stehe da heute mit dem Goldgruber Bernd, das ist ein HTL-Lehrer. Wie gefällt Ihnen der Ball bisher? Eine tolle Veranstaltung, eine tolle Kooperation zwischen HTL und HLW. Ein gelungener Abend, würde ich bis jetzt sagen. Sehr gut. Also Sie sind unter Ihren Schülern sehr beliebt geworden dafür? Hoffentlich. Noch, das Schuljahr hat erst begonnen. Dann fragen wir nächstes Jahr noch mal nach. Ja, gerne. Ich stehe da jetzt mit dem Direktor der HLW in Lienz. Wie lautet denn Ihr Zwischenresümee nach der Polonaise? Ich muss sagen, die Polonaise hat mir super gefallen. Und mir hat es wahnsinnig auch gefallen, dass die HTL mit der HLW, Mädchen und Burschen, sage ich einmal, zusammen so eine tolle Polonaise gemacht haben. Hier steht die Lea aus dem Ballkomitee. Lea, die Polonaise ist vorbei. Wie zufrieden bist du bisher mit dem Ball? Ich bin total zufrieden bisher. Also trotz kleiner Startschwierigkeiten ist jetzt alles total im Gange. Und ja, wir hoffen mal, dass es so weitergeht und dass das noch erfolgreicher Nacht wird. Kann man sich auf die Mitternachtseinlage freuen? Ja, natürlich. Unsere große Show ist nur heute live auf Nacht. Also seid bereit! Ich stehe da jetzt mit zwei Maturantinnen. Wie gefällt euch euer Ball bis jetzt? Ja, bis jetzt gut. Habt ihr eine Funktion gehabt bei der Vorbereitung oder heute am Abend da? Ja, bei der Vorbereitung haben wir geholfen, die Luftballone und so aufzuhängen und die ganze Deko. Ja, beim Aufbauen und heute die Tischzuweisung. Wie war der Job so? Ja, ein bisschen anstrengend, weil es hat ein paar Komplikationen gegeben. Aber jetzt hat jeder seinen Platz, oder? Ja, heute passt alles perfekt. Matthias, ich habe gehört, du tanzest bei der Mitternachtseinlage mit. Kannst du uns schon ein bisschen was verraten? Ja, stimmt, du hast recht gehört. Ich bin am Mitternachtseinlage. Wir sind seit Mitte März ungefähr auf die hinbauen. Schaut auch ziemlich gut aus, da die Song. Sind einige super Teile dabei. Für Stylefrei haben wir auch Unterstützung gekriegt, also soll schon hinhauen. Mehr da Loki da nicht aus, oder? Ja. Ich sage uns, der Bernhard hat das mit uns gemacht und der hat das super gemacht, kannst du echt nichts sagen. Na, schauen wir es uns einfach an. Viel Spaß noch. Bis sich später. Danke.
sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir heißen Sie herzlich willkommen in Cirque de la Vie. Und nun, meine nächste Frage, lasst die Show unseres Lebens beginnen.